Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute sollten Fashion Brands und Co. genau zuhören, denn hier bei Ecosystem geht es jetzt um die erweiterte Herstellerverantwortung in der EU in Sachen Textilien. In einer bahnbrechenden Initiative hat die Europäische Kommission neue Regelungen vorgeschlagen, die Produzenten für den gesamten Lebenszyklus von Textilprodukten in die Pflicht nehmen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die nachhaltige Bewirtschaftung von Textilabfällen in der gesamten EU zu fördern. Es geht darum, die separate Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und das Recycling von Textilien zu beschleunigen. Alles im Einklang mit der EU-Strategie für nachhaltige und kreislauforientierte Textilien. Das große Ziel? Lokale Arbeitsplätze fördern, Kosten für Verbraucher senken und die Auswirkungen der Textilproduktion auf unsere natürlichen Ressourcen verringern. Ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung, aber das bringt auch neue Herausforderungen für euch als Fashion Brands und Betreiber von Online-Shops mit sich. Damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Entwicklungen der EU-Textil-EPR-Richtlinie für euch zusammengefasst. Also bleibt dran, um zu erfahren, was ihr wissen müsst. Mein Name ist Tibor und jetzt geht's los. EU-Textil-EPR-Richtlinie. Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien. Ein Kernpunkt der Initiative ist die Einführung verbindlicher und einheitlicher Schemata für die erweiterte Herstellerverantwortung EPR für Textilien in allen EU-Mitgliedstaaten. Diese bewährte Praxis hat bereits bei der Verbesserung des Abfallmanagements in Bezug auf Verpackungen, Batterien und Elektro- und Elektronikgeräte große Erfolge erzielt. Und im Rahmen der EPR werden Produzentinnen und Produzenten die Kosten für das Management von Textilabfällen übernehmen. Das wird nicht nur Anreize schaffen, Abfälle zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft von Textilprodukten zu fördern, sondern auch die Gestaltung von Anfang an nachhaltigeren Produkten begünstigen. Die Höhe der Beiträge der Produzenten wird anhand der Umweltleistung der Textilien angepasst, ein Prinzip, das als Ökomodulation bekannt ist. Diese Schemata sollen innerhalb von 30 Monaten nach Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie etabliert werden. Zusätzlich wird die Höhe der Gebühren, die die Produzenten bezahlen müssen, basierend auf der Zirkularität und Umweltleistung der Textilprodukte, bekannt als Ökomodulation, festgelegt. Mitgliedstaaten können höhere Gebühren für Unternehmen verlangen, die Fast-Fashion-Praktiken verfolgen. Wenn ihr mehr über EPR erfahren wollt, empfehle ich euch unser Video zum Thema EPR-Verpflichtungen erfüllen. Darin zeige ich euch auch, wie ihr das mit unserem digitalen Service ganz einfach selbst hinbekommt. Link in der Videobeschreibung und oben hinterm i. Förderung der Sammlung, Sortierung und Recycling von Textilien. Die vorgeschlagenen Regelungen der EU-Textil-EPR-Richtlinie werden auch dazu beitragen, die separate Sammlung von Textilien ab 2025 zu erleichtern. Die finanziellen Beiträge der Produzenten werden Investitionen in die Kapazitäten für separate Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und Recycling von Textilien finanzieren. Das Ziel ist es sicherzustellen, dass gebrauchte Textilien zur Wiederverwendung sortiert und nicht wiederverwendbare Textilien vorrangig dem Recycling zugeführt werden. Diese Maßnahmen werden sozialen Unternehmen, die in der Sammlung und Behandlung von Textilien tätig sind, neue Geschäftschancen und einen größeren Markt für gebrauchte Textilien bieten. Entsprechend müssen die Textilhersteller die Kosten für das getrennte Sammeln, Sortieren und Recyceln von Produkten wie Kleidung, Accessoires, Decken, Bettwäsche, Vorhängen, Hüten und Schuhen übernehmen. Dies schließt auch Produkte ein, die textilverwandte Materialien wie Leder, Kunstleder, Gummi oder Kunststoff enthalten. Der Anwendungsbereich der EPR wurde erweitert, sodass Hersteller bis zum 31. Dezember 2027 auch für die Entsorgung von Teppichen und Matratzen verantwortlich sind, die hauptsächlich aus Textilien bestehen. Bis Ende 2028 wird die Europäische Kommission erwägen, spezifische Ziele für die Abfallvermeidung, Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling im Textilsektor festzulegen. Innovation und Forschung für nachhaltige Textilien dank EU-Textil-EPR-Richtlinie. Die Initiative zielt auch darauf ab, Forschung und Entwicklung innovativer Technologien für die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor zu fördern.
Ein Beispiel ist das Faser-zu-Faser-Recycling, das dazu beitragen kann, die Nachhaltigkeit von Textilprodukten zu erhöhen. Die Bekämpfung illegaler Exporte von Textilabfällen durch die EU-Textil-EPR-Richtlinie. Ein weiterer wichtiger Aspekt der EU-Textil-EPR-Richtlinie ist die Bekämpfung illegaler Exporte von Textilabfällen in Länder, die nicht angemessen darauf vorbereitet sind. Die neuen Regelungen definieren klar, was als Abfall gilt und was als wiederverwendbare Textilien betrachtet wird. Das soll verhindern, dass Abfälle unter dem Vorwand der Wiederverwendung exportiert werden. Die Maßnahmen ergänzen die Vorschläge für eine neue Verordnung über Abfallverbringungen, die sicherstellen soll, dass der Abfall nur dann exportiert wird, wenn garantiert ist, dass er umweltgerecht bewirtschaftet wird. Die neuen Vorschriften unterstreichen auch die Notwendigkeit, soziale Wirtschaftseinheiten wie Wohltätigkeitsorganisationen und soziale Unternehmen in den bestehenden Textilsammelsystemen zu berücksichtigen und ihnen die Führung ihrer eigenen Sammelstellen zu ermöglichen, ohne dass ihnen unverhältnismäßige Verwaltungsanforderungen auferlegt werden. Die EU-Textil-EPR-Richtlinie, ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die Initiative der EU-Textil-EPR-Richtlinie ist ein bedeutsamer Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und kreislauforientierten Textilindustrie in der EU. Angesichts der Tatsache, dass die EU jährlich 12,6 Millionen Tonnen Textilabfall generiert und bisher nur, Achtung festhalten, nur 22% davon separat gesammelt und recycelt werden, sind diese Maßnahmen von großer Bedeutung. Die Einführung der EPR für Textilien und die Förderung der Sammlung, Sortierung und Recycling von Textilien werden dazu beitragen, die Umweltauswirkungen der Textilproduktion zu reduzieren und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. So, und wie geht's jetzt weiter? Der vorgeschlagene Änderungsentwurf der Abfallrahmenrichtlinie wird nun vom Europäischen Parlament und dem Rat im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren geprüft. Es bleibt abzuwarten, wie die Diskussionen und Entscheidungen die Zukunft der Textilindustrie in der EU beeinflussen werden. EPR in der EU – Ausblick und aktuelle Entwicklungen. Auch wenn die Mühlen der Europäischen Union langsam mahlen, tut sich ordentlich was. Einige Länder haben bereits die Ärmel hochgekrempelt und machen sich an die Umsetzung. Hier ein kleiner Überblick über die aktuellen Entwicklungen innerhalb der EU. Die EPR in Frankreich. Das gilt für Textilien. Frankreich ist das einzige EU-Land mit einem EPR-System für Textilien. Das bedeutet, dass die Hersteller von Textilien für die Rücknahme, Verwertung und endgültige Entsorgung ihrer Produkte verantwortlich sind. Und die EPR in den Niederlanden? Das gilt für Textilien in Holland. In den Niederlanden wurde vom Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft eine erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien eingeführt. Seit dem 1. Juli 2023 sind die Hersteller für das Recycling und die Wiederverwendung von Textilien verantwortlich. Das bedeutet, dass die Hersteller für ein angemessenes Sammelsystem das Recycling und die Wiederverwendung von Kleidung und Haustextilien sowie die Finanzierung des gesamten Systems verantwortlich sind. Und wie sieht's mit der Textil-EPR in Italien aus? In Italien hat das Ministerium für Umwelt- und Energiesicherheit am 2. Februar 2023 in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy einen Entwurf für ein Dekret vorgelegt, das die neuen Verpflichtungen für Hersteller im Textilsektor in Bezug auf Design, Produktion, Entsorgung und Recycling von Textilien festlegt. Eine Konsultationsphase wurde nun mit wichtigen Interessengruppen in der Branche eingeleitet, die ihre Kommentare bis zum 3. März 2023 einreichen konnten. Zu den wichtigsten Änderungen, die vom MASE für Textilhersteller angekündigt wurden, gehört, dass die Hersteller die Verantwortung für die Finanzierung und Organisation der Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Textilabfällen übernehmen müssen. Das kann durch kollektive oder individuelle Managementsysteme erfolgen. Es müssen auch geeignete finanzielle und organisatorische Mittel bereitgestellt werden, um ein landesweites Netzwerk zur Sammlung von Textilabfällen sowie selektive Sammelsysteme zur Erhöhung der Qualität der Textilfraktionen einzurichten. Für die Designphase von Textilprodukten müssen Herstellerinnen und Hersteller sicherstellen, dass sie Produkte entwickeln, produzieren und vermarkten, die für Wiederverwendung und Reparatur geeignet sind, recycelte Materialien enthalten, technisch haltbar und leicht reparierbar sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die Textilindustrie in Italien auswirken werden. Nun die EPR in Schweden. Intensive Bemühungen, Textilien zu recyceln. In Schweden gibt es bereits mehrere Bemühungen, Textilien zu recyceln.
Unternehmen wie H&M bieten einen Kleiderrecycling-Service an und in Sundsvall wurde der Bau einer einzigartigen Textilrecyclinganlage bestätigt, die ein Material produzieren soll, das zur Herstellung von Viskose und anderen neuen Kleidungsstücken verwendet werden kann. Laut dem Entwurf der EPR-Gesetzgebung für Textilien sollen Produzenten in Schweden sich bei einer Organisation für die Herstellerverantwortung, sogenannte PRO, registrieren, um ihre Abfalltextilien zu melden. Der Bericht hat gestaffelte Einführungsdaten, was bedeutet, dass PROs erst ab dem 1. Januar 2024 verpflichtet sind, tätig zu werden. Es gibt nationale Ziele zur Reduzierung der Menge an weggeworfenen Textilien in Schweden, wobei das erste Ziel der Reduzierung um 70% des Gewichts bis 2028 im Vergleich zu den Basisdaten von 2022 ist. Fernverkäufer, also Produzenten, die Textilien nach Schweden verkaufen, wären ebenfalls unter den neuen Regeln verpflichtet. Um bei der Meldung zu helfen, dürfen sie einen bevollmächtigten Vertreter innerhalb des Landes ernennen. Jeder Produzent, der sein Textilprodukt bereits zu 80% oder mehr aus Textilabfällen herstellt, würde nicht gezählt werden und müsste dementsprechend nicht melden. Die EPR-Kosten für Textilproduzenten werden steigen, da sie an eine PRO melden müssen und es wird erwartet, dass sie diese Kosten an die Verbraucher weitergeben. Der Entwurf der EPR-Gesetzgebung für Textilien schätzt daher, dass der Preis eines durchschnittlichen T-Shirts in Schweden um 0,23 Schweizer Kronen, das sind ungefähr 3 Cent in US-Dollar, steigen könnte. Die EPR-Kosten für Textilproduzenten werden ähnlich strukturiert sein wie die Kosten, die derzeit von Produzenten anderer Produkte aus beispielsweise Kunststoff oder Papier getragen werden. Es würden Verwaltungsgebühren und Inspektionsgebühren an die schwedische Umweltbehörde gezahlt werden, zusätzlich zu den Sammelkosten an die PRO. Und was ist mit der EPR in Lettland? Lettland bereitet sich derzeit auf die Einführung eines EPR-Systems für Textilien vor, das voraussichtlich ähnliche Anforderungen wie die in anderen EU-Ländern haben wird. Seit dem 1. Juli 2024 ist es für alle Unternehmen, die Textilprodukte in Lettland verkaufen, einschließlich Online-Händler, verpflichtend, sich einem Textil-EPR-System anzuschließen. Diese neue Regelung sieht eine Gebühr vor, die zur Finanzierung der Entsorgung und des Recyclings von Textilien genutzt wird. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die Ausgestaltung der Gebührenstruktur, wobei insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen entlastet werden sollen. Weitere Details werden erwartet, sobald die legislativen Verfahren im lettischen Parlament weiter voranschreiten. So, und jetzt zum Fazit. Ja. Es bleibt abzuwarten, ob die Einrichtung von EPR-Systemen für alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtend wird und ob Kriterien für EPR-Systeme für Textilien harmonisiert oder ob unterschiedliche nationale Ansätze zur EPR bevorzugt werden. Hauptsache ist, dass unterm Strich die Umwelt gewinnt. Bei allem anderen sind wir für euch da. Fragt einfach kostenlos und unverbindlich an. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.